Herzlich willkommen von Rom Adventure. Diesmal nehmen wir die vorderen Federbuchsen. Schauen wir an. Und zwar gibt es da ein paar Teflonhülsen. Die Originalen sind nicht so gut, deshalb ersetzen wir die durch selbstgedrehte Teflonhülsen. So, ihr seht hier ein Problem. Der Varius ist da unten. Müsst ihr mal kontrollieren, wenn der halt da so an den Supporter hinkommt, die Feder, also zum Supporter Kontakt hat. Ich simuliere es jetzt nur, die Seite ist nämlich gut. Dann ist etwas nicht gut. Entweder sind die Gummipuffer, also die Büchsen, kaputt, oder aber im meisten Fall sind es eigentlich nur diese Teile. Bei mir, die sind jetzt knapp 2 Jahre alt geworden. Ihr seht, einer war komplett kaputt. Durchgescheuert und dann geht die ganze Feder höher. Der war noch gut, es hat 2 Stück drin. Also da unten eine und da oben eine, da habe ich die Schraube jetzt schon weggenommen, damit ihr seht, wie das aussieht, wenn es zusammenkommt. Und das sind die neuen Büchsen, die haben außen 22 mm und die haben wir zusammen mit dem Sebastian, der ist da vorne, der ersetzt auch gleich, bei ihm waren sie auch durch. Er hat das natürlich organisiert und 8 Stück im Ganzen und die machen wir jetzt ein, je 4. Ja, und für das müsst ihr erstmal das Fahrzeug aufbocken und zwar nicht an der Achse, weil die Feder muss entlastet werden, also da vorne am Rahmen. Dann ist das Rad eigentlich frei, die Feder ist entlastet. Zuerst muss man beide Schrauben da lösen, da hinten ist eine Mutter. Achtet darauf, dass sie die wieder gleich reinmacht. Ich habe es schon mal vorgelöst. Die Feder ist jetzt ziemlich entlastet. Man kann es fast von Hand runterdrücken. So, und da drin, ihr seht, da ist die Büchse drin. Die sind jetzt noch gut, aber die werden jetzt trotzdem ersetzt. Da ist noch eine drin. Die waren neu, haben 2 Jahre gehalten. Da ist noch zusätzlich so ein Teil drin. Das lassen wir. So. Das sind die neuen, die kommen jetzt rein. Die haben dann volles Material von A bis Z. So. Das ist alles. Dann die noch kontrollieren, die Gummipuffer, die sind bei mir neu gemacht, vor 2 Jahren. Also, der hing bei mir auf einer Seite, auf der anderen noch nicht. Und das Problem waren eben diese Teflon-Teiler. Deswegen werden die jetzt gerade verbessert. Also, jetzt muss man da einfach mit einem Geißfuß dass die Feder ein bisschen runterdrücken, das braucht nicht viel. Da kann man da beide Seiten das wieder einhängen. So, das war's schon. Jetzt ist sie drin. Oben und unten anziehen. Fertig. Jetzt ist auch hier der Abstand da. Ihr seht, da oben ist der natürlich jetzt viel besser. Wenn die verschlissen waren natürlich. Also dann am Schluss wieder anziehen. Ich gebe da ein bisschen Vorspann. Ich drücke also da die Feder runter. Dann wird das an den Hülsen da eingeklemmt. Auf dieser Seite war der Abstand nicht so gut. Da muss ich die oberen, diese Büchsen da noch mal ersetzen, wenn ich in Deutschland bin. Aber jetzt hat es wenigstens wieder Abstand. Vorher kam er da an und dann, ja, hört ihr das dann ein bisschen. Da vorne an der Lenkung hat sie übrigens keine Büchsen, weil der Zapfen da viel größer ist. Also da ist eigentlich nie ein Problem. Das ist übrigens beim 4x4 so, auch
beim ohne Allrad auch. Und wenn ihr ein Allrad habt, dann schmiert doch gleich die Kreuzgelenke da. Ich habe da, da ist normalerweise einfach eine Schraube drin. Man kann da die rausnehmen und dann kann man Fettnippel hinmachen. Die kann man dann auch dran lassen, wenn man die kurzen kauft. Und da könnt ihr gleich hier schmieren, weil für das muss das Lenkrad und das Rad voll eingeschlagen sein, damit man beim hinteren vor allem dazukommt. Also schmiert die immer mal wieder, auch diese oben und unten, schmiert die immer mal wieder. Vor allem wenn man nach Sandfahrten kommt, dann schmiere ich die eigentlich jedes Mal, damit das Fett da wieder rausdrückt und den Sand auch wieder rausdrückt, falls er rein ist. Also jetzt schmieren wir das einfach so. 2-3 Stöße, hoppla, jetzt ist rausgekommen. Filmen und Fetten ist schwierig. Das darf natürlich nicht da an der Fettpresse rauskommen, sondern das muss eigentlich hier da zwischendurch rausdrücken. Tut es. Also ich musste ohne Filmen das machen, damit das richtig reingeht. Ja, also viele Varios, die ich schon gesehen habe, haben dieses Problem, dass die Blattfeder eben am Supporter, am Halter ankommt. Und das hört man manchmal. Ja, nicht so schlimm. Weiter kann sie nicht, aber das würde ich bei euch mal kontrollieren. Ja, ich hoffe, ich habe da einen guten Tipp gegeben. Andere haben das längst vor mir schon gemacht. Ja, okay, dann schön habt ihr da reingeguckt und bis bald.